Guten Morgen und willkommen zurück. Heute werden wir mit der Quantenmechanik eigentlich anfangen, mit der Physik. Wir haben in den letzten 6 Vorlesungen uns mit mathematischen Grundlagen beschäftigt. Jetzt sind wir quasi durch und wir können ab heute die Physik jetzt beschreiben, die Physik der Quantenmechanik. Um dies zu tun, werde ich mit Experimente in der Physik jetzt anfangen und kurz, ganz allgemein eine Beschreibung eines Experiments in der Physik geben. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Vorlesung auch erwähnt, dass ein Experiment in der Physik besteht aus 2 oder 3 Schritten. Es hängt davon ab, wie man das interpretiert. Man präpariert das Experiment. Man führt eine Präparierung durch. Und das, was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Experiment wird aufgebaut, dass alle möglichen Fluktuationen, systematische Fluktuationen, werden kontrolliert und der Zustand des Experiments wird auf einen besonderen vorgegebenen Zustand gebracht. Und das heißt zum Beispiel in Optik, man baut so einen optischen Tisch auf mit Photonenquellen und Detektoren und Spiegeln und so weiter. Und dann man drückt ein, ne? Die Laserquellen wird eingemacht. Okay, eine Präparation findet statt. Dann wird vielleicht, es hängt davon ab, wie man das alles interpretiert, dann wird eine Zeitentwicklung durchgeführt. Das heißt, irgendein Prozess wird angewandt. Und dann am Ende des Experiments findet eine Messung statt. Und so sieht ein Experiment aus in der Physik. Und normalerweise liefert uns eine Messung ein Ergebnis. Und diese Ergebnisse sind der Form normalerweise ja oder nein oder vielleicht ein bisschen komplexer. Wir werden da später bisschen mehr dazu sagen. Aber im Allgemeinen kann man das tatsächlich mit Ja-Nein-Ergebnisse modellieren. Ich werde das, wie gesagt, später erwähnen, wie man ein komplexes Ergebnis mit Hilfe Ja-Nein-Ergebnisse modellieren kann. Und so sieht ein Experiment aus in der Physik. Jedes Mal präparieren wir das Experiment. Wir lassen das Experiment laufen lassen und dann führen wir eine Messung durch. Und das gilt sowohl in der klassischen Physik als in der Quantenphysik. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen klassischer Physik und Quantenphysik. In der klassischen Physik erhalten wir Ergebnisse mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit wegen fehlender Information. Das ist, wenn wir das Experiment perfekt aufgebaut haben, und die Messung perfekt durchgeführt haben, dann sollte die Ergebnisse mit 100%iger Wahrscheinlichkeit stattfinden und alles soll im Prinzip als präzis als möglich sein können. In der klassischen Physik. In der Quantenphysik ist es fundamental ganz anders. Die Quantenmechanik liefert uns nur Vorhersagen in Form Wahrscheinlichkeiten. Das ist sehr wichtig. Das heißt, es gibt Messungen, die es gibt Kombinationen von Messungen, die zusammen nicht mit 100% Präzision durchgeführt kann.
können. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der klassischen und der Quantenphysik. Okay, so sieht ein Experiment in der Physik aus, weil normalerweise weil wir Ergebnisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erhalten, müssen wir diese Experiment mehrmals durchführen und unabhängig jedes Mal voneinander. Diese Durchführungen sollen unabhängig und das heißt, wir bauen entweder n Kopien von unserem Experiment auf in beliebigen Orte und dann führen die zusammen zum selben Zeitpunkt durch oder wir bauen dasselbe Experiment mehrmals auf und nach demselben Plenar und wir führen genau dieselbe Präparation durch jedes Mal, damit das Experiment jedes Mal unabhängig von den anderen Experimenten ist. So sieht Experimente aus in der Realität. Wir kriegen irgendein Ergebnis jedes Mal, einen Treffer oder nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Und die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses ist dann mit Hilfe dieser Anzahl der Treffer durch die ganze Wiederholung zu annähern. Das heißt, wir zählen einfach die Treffer, wir dividieren die Anzahl der Treffer durch n, die Anzahl der Wiederholungen unseres Experimentes. Die Anzahl der unabhängiger Wiederholungen unseres Experimentes. Und dann liefert uns diesen Zufallsvariablen eine Annäherung der Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit ist von der Theorie uns geliefert. Das heißt, in unserem Fall die QM liefert uns eine Wahrscheinlichkeit, eine Zahl, und die experimentalen Physiker, die liefern uns diese Annäherung und wir vergleichen diese zwei Größen am Ende des Experimentes. Und so läuft die Physik im Allgemeinen sehr grob beschrieben. Natürlich ist das in der Realität viel komplizierter, aber im Grunde genommen, so sieht Experimente aus. Und so vergleichen wir die Vorhersagen der Theorie und die Ergebnisse, die uns von der experimentalen Physik geliefert sind. Und unser Ziel heute ist, die Postulate der Quantenmechanik zu beschreiben, das heißt die Vorgehensweise in der Theorie, wie man diese Wahrscheinlichkeiten produziert. Die Theorie ist ein bisschen anders als die Experimentalphysik. Wir modellieren, es ist nur ein Zwischenspiel zwischen Experimentalphysiker und Theoretiker und TheoretikerInnen. Wir haben, die Experimentalphysik liefert uns Ergebnisse und wir versuchen mit der Theorie diese Ergebnisse zu modellieren und dann sobald wir ein Modell festgelegt haben, wir denken neue Experimente aus und dann liefern die ExperimentalphysikerInnen neue Vorhersagen und so weiter. Und es ist ein ständiges Gespräch zwischen der Experimental- und theoretischer Physik. Und so soll es laufen in der Physik. Läuft es nicht immer so, aber so soll es im Prinzip laufen. Die TheoretikerInnen, die dürfen beliebige komplizierte Modelle nicht ausdenken, ohne Experimentalphysik. Und andersrum ist es auch sehr wichtig, dass dieses Gespräch immer stattfindet.
Sie hören Experimentalphysik-Vorlesungen zu diesem Zeitpunkt, aber und das ist dann an dieser Seite Ihnen klar, wie es da läuft. Hier in der theoretischen Physik läuft es ein bisschen anders. Ne? Ich muss jetzt heute die Methodik der Quantenmechanik jetzt erläutern. Wie modellieren wir die Physik in der Quantenmechanik? Es ist so in der Quantenmechanik. Wir verstehen diese Theorie nicht. Das ist eigentlich eine falsche Aussage. Wir verstehen die Quantenmechanik sehr wohl. Das ist kein Problem. Wir haben die mathematischen Grundlagen schon. Wir beherrschen alle diese mathematischen Grundlagen. Wir haben in den letzten 50 Jahren eine Sammlung von Postulate, die uns immer funktionieren und die uns die beste Modelle des Universums uns liefert. Das heißt, wir verstehen, wie wir mit der Quantenmechanik arbeiten können sollen. Oh, das Problem ist, diese Postulate, die ich heute erwähnen werde, diese Postulate sind irgendwie zu uns gegeben. Ich kann diese Postulate nicht weiter begründen. Das Universum ist, die Postulate sind so, weil ist so. Ich kann leider nicht mehr sagen, wir müssen damit leben, dass es die Natur hat es diese mathematische Modellierungsweise uns geliefert. Es gibt insgesamt jedes Buch ist ein bisschen anders, jeder Autorin modelliert die Quantenmechanik ein bisschen anders. Im Grunde genommen sind alle Postulate der Quantenmechanik oder alle Gruppen oder Mengen von Postulaten der Quantenmechanik äquivalent. Man muss ein bisschen arbeiten, um meine Postulate, die ich heute erwähnen werde, um diese Sammlung zu als äquivalent zu irgendeiner anderen Postulate-Sammlung beweisen. Es ist nicht klar, normalerweise ist es nicht offensichtlich, dass irgendeine Sammlung von Postulate genau äquivalent zu irgendeiner anderen Sammlung von Postulate. Man muss ein bisschen arbeiten, aber die sind im Grunde genommen alle äquivalent. Und jetzt haben wir Postulat 1. Okay. Postulat 1 lautet folgendes: Jede Sorte quantenmechanischer Systeme wird ein Hilbertraum H zugeordnet. Haben wir ein quantenmechanisches System, dann müssen wir zu diesem System einen Hilbertraum zuordnen. Es gibt ein paar Beispiele. Wir haben diese Beispiele schon gesehen. Ich werde diese Beispiele nochmal nennen. Einen sogenannten Qubit-Qudit. Wird den Hilbertraum C hoch D zugeordnet. Diesen Hilbertraum haben wir mehrmals in den letzten Vorlesungen gesehen.
ein Teilchen in eine Dimension wird mit Hilbertraum L2R modelliert und wir haben über diesen Hilbertraum auch habe ich auch über diesen Hilbertraum ein paar Kommentare in den letzten Vorlesungen gehabt gegeben. Das ist nur ein Teilchen. Ne? Sehr wichtig hier zu bemerken ist es, dass hier haben wir ein Qubit, ein Teilchen und so weiter. Was passiert, wenn wir mehr als ein Teilchen oder ein Qubit haben? Dabei später in unserer Vorlesung, in den kommenden, vielleicht nächstes Jahr, werde ich eine weitere Postulat einführen, nämlich ein Rezept, wie man von einem Hilbertraum, der Hilbertraum für mehr Teilchensysteme einführt. Das werde ich später erwähnen. Es ist schon kompliziert genug, ein solche Teilchen zu modellieren. Wir fangen damit an, mit einem Teilchen an. Ein Teilchen in einer Dimension ist nicht besonders realistisch. Wir wohnen, soweit wir wissen, in drei Dimensionen, beziehungsweise vier Dimensionen, wenn man die Zeit auch mit einbezieht. Deshalb müssen wir ein Teilchen in drei Dimensionen auch modellieren. Wie machen wir das? Mit dem folgenden Hilbertraum, nämlich, und ich werde diesen Hilbertraum jetzt definieren, der Raum aller quadratintegrierbaren Funktionen von R3 bis C auf C. Diesen Hilbertraum wird wie folgt definiert. Ich hoffe, dass es nicht besonders überraschend ist, diese Definition. Es soll selbstverständlich sein. L2R3, was ist das? Das ist der Raum aller quadratintegrierbare Funktionen Psi, die von R3 auf Psi abbilden. Das heißt, zu jeder Stelle in drei Dimensionen Raum wird eine komplexe Zahl zugeordnet. Nicht alle solche Funktionen, irgendeine Funktion wird quadratintegrierbar sein. Solche Funktionen müssen eine Bedingung erfüllen. Und diese Bedingung ist, dass wenn man das Betrag zum Quadrat von Psi über alle Raum, den ganzen dreidimensionalen Raum integriert, das heißt, berechnen wir diesen Volumenintegral, dann soll diese Zahl weniger und nicht unendlich sein. Nur solche Funktionen werden quadratintegrierbar genannt. Und das Skalarprodukt, bisher ist das ein Vektorraum. Wir dürfen einen Vektorraum, einen Hilbertraum bezeichnen, als Hilbertraum bezeichnen, sobald wir ein Skalarprodukt haben. Und sobald ist der Raum vollständig ist, aber das ist eine subtile Aspekte, die wir in dieser Vorlesung weglassen werden.
haben wir zwei Vektoren in diesem Raum, Phi und Psi. Dann können wir das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren einführen, indem wir das Skalarprodukt als ein Integral definieren. Das Skalarprodukt wird auch mit Hilfe ein Volumenintegral definiert. Wir berechnen das Volumenintegral von Phi, komplex konjugierte Phi mal Psi über R3. Das heißt, es gibt die Grenzwerte des Integrals sind minus unendlich und plus unendlich. Normalerweise lasse ich diese Grenzwerte weg, wenn es klar ist, dass es über den ganzen dreidimensionalen Raum ist. So, diese Funktion sind als Wellenfunktion bezeichnet oder bekannt. Eine solche quadratintegrierbare Funktion wird Wellenfunktion genannt, sobald das Skalarprodukt diesen Norm hier gleich 1 ist. Im Fall, dass das Skalarprodukt von Psi mit sich selbst gleich 1 ist, dann nennen wir so eine quadratintegrierbare Funktion Wellenfunktion. Wir sind normal. Ich bin vielleicht nicht so vorsichtig, wie ich sein soll, wie ich sollte. Manchmal werde ich quadratintegrierbare Funktionen Wellenfunktionen nennen, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist. Aber in der Regel sollen wir nur quadratintegrierbare Funktionen Wellenfunktion nennen, wenn die Funktion hat Norm 1. So, wir sind ein Fünftel durch die Quantenmechanik. Wir haben über Hilbert-Räume gesprochen. Hilbert-Räume beschreiben nicht direkt die Zustände der Quantenmechanik. Sehr wichtig zu sagen, viele Autorinnen sagen, dass die Zustände der Quantenmechanik Wellenfunktionen sind. Das stimmt nicht. Es gibt eine verallgemeinerte allgemeines Konzept, die wir erlauben müssen, um die Zustände der Quantenmechanik zu modellieren. Und dabei
gibt sich Postulat 2. So lautet Postulat 2. Ein Präparierverfahren wird charakterisiert durch einen Zustand. Zustand ist ganz anders mathematisch gesehen als eine Wellenfunktion. Wird charakterisiert durch einen Zustand bzw. eine Dichtematriz. Das ist ein positiver Operator Rho, wir schreiben immer Rho für dichte Matrizen, auf H mit Spur von Rho ist genau gleich 1. Speziell für reine Zustände ist Rho ein eindimensionaler Projektor. Rho ist gleich diesen Ketbra-Kombination, Psi, Psi, wobei Psi ein Vektor in Hilbertraum ist. Wir haben Hilbertraum. Hilbertraum ist der Raum, der uns erlaubt, diese Zustände zu definieren. Die Zustände der Quantenmechanik sind Operatoren. Nicht Vektoren. Viele AutorInnen sagen, dass Vektoren beschreiben die Zustände der Quantenmechanik. Das stimmt teilweise, ne? Weil zu jedem Vektor im Hilbertraum gibt es einen Zustand der Form Rho ist gleich Ketbra Psi, aber nicht andersrum. Das heißt, hier haben wir die allgemeinste Definition eines Zustandes der Quantenmechanik. Und es ist sehr wichtig, extrem wichtig, dass wir diese erweiterte Zustände erlauben, weil diese Zustände, die beschreiben die Zustände quasi alle in der Natur auftauchende Zustände. Weil reine Zustände, die
beschreiben nur geschlossene Systeme. Das heißt, wir müssen irgendwie unser System von der Umgebung, wie sagt man, isolieren, ausschließen. Wir müssen die Umgebung irgendwie weg machen, damit wir ein geschlossenes System haben. Das ist in der Physik nicht möglich. Es gibt immer das elektromagnetische Feld und so weiter. Das alles interagiert mit unserem System. Wir können versuchen, ein paar Freiheitsgrade in ein geschlossenes System zu bringen, aber es erfolgt nie. Das heißt, wir müssen damit leben, dass die Zustände der Quantenmechanik immer dichte Matrizen sind. Dichte Matrizen beschreiben nicht geschlossene System sozusagen. Oder die Zustände nicht geschlossene System. Ah ja, ich dachte, das wird ein Problem sein. Aber was heißt hier eindimensional? Ich werde diesen Begriff kurz erklären. Das hat nichts mit Raum, Dimensionen im Raum zu tun, unserem euklidischen Raum zu tun, sondern es hat mit die Zahl der Eigenwerte, diese Operator zu tun. Und ich werde das, es ist ein bisschen verwirrend, es so zu schreiben, damit verliert man nichts, wenn man das so macht. Ich werde jetzt ein paar Beispiele kurz nennen, damit wir ein bisschen, dichte Matrizen besser verstehen können. Lass uns anfangen mit Qubit-Zustände. Ein Qubit-Zustand ist durch einen positiven Operator Rho beschrieben mit Spor 1. Lass uns der allgemeinste Zustand eines Qubits jetzt beschreiben. Wir wissen schon, dass positiv bedeutet, dass Rho hermetisch ist. Das habe ich vor ein paar Vorlesungen gesagt. Positiv heißt hermetisch, automatisch. Und Spor 1, das werden wir jetzt, diese Bedingung werden wir jetzt einführen. Ein Zustand eines Qubits ist dabei eine 2x2 Matrix. Ne? Operatoren, die auf C2 wirken, sind 2x2 Matrizen. Eine dichte Matrix für ein Qubit muss ein 2x2 Matrix sein. Diese Matrix ist positiv. Das heißt zum Beispiel 0, 0 muss immer gleich 0 sein. Und dabei ist 0, 0 Eintrag reell. Und wir wissen auch, dass eine Spur von Rho genau gleich 1 ist. Spur von Rho kann man
so berechnen, dieser 0-0-Eintrag wohnt hier und ich werde diesen 0-0-Eintrag einfach P nennen. Und damit wir diese Bedingung erfüllen können, muss dieser 1-1-Eintrag genau gleich 1 minus P sein. Keine andere Wahl, weil P plus 1 minus P muss gleich 1 sein. Dabei haben wir auch natürlich, dass P größer 0 ist, aber 1 minus P muss auch größer 0 sein. Das heißt, P muss zwischen 0 und 1 bleiben. Wir können diese diagonale Einträge als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretieren. Wir haben hier auch noch zwei Einträge. Damit Rho positiv ist, muss x gleich x Sternchen sein. Sonst ist diesen Operator nicht hermitisch. Das heißt, x ist eine komplexe Zahl. Wir sind nicht durch, wir sind quasi fast durch. Positiv heißt, ist äquivalent zu alle Eigenwerte muss Größe gleich 1 sein. Wir haben diese Bedingung noch nicht ganz erfüllt. Wir müssen beweisen oder argumentieren, dass alle möglichen Eigenwerte solcher Matrizen immer Größe gleich 1 sind. Wir können das auf zwei Arten und Weise machen. Wir können die Eigenwerte einfach langsam berechnen. Das ist eine gute Übung für Sie. Es gibt zwei Eigenwerte immer für so eine Matriz. Sie müssen diese Eigenwerte berechnen, das ist Übung. Ich werde diese Bedingung einfach aufschreiben, indem ich die Determinant der Matrix berechne. Und man erhält dabei diese Bedingung. Ich schreibe es einfach auf. Sie werden die Eigenwerte berechnen als Übung und dann werden Sie sehen, dass die Bedingung, dass alle Eigenwerte größer 0 sind, ist ein Äquivalent zu dieser Bedingung hier. Das heißt, wir haben jetzt alle möglichen Zustände eines Qubits beschrieben. Der Zustand eines Qubits wird mit Hilfe drei reeller Zahlen beschrieben. Nur drei. Weil x hat eine reelle Komponente und eine imaginäre Komponente, Alpha plus E Beta, Alpha und Beta sind reelle Zahlen und P ist eine reelle Zahl. Mit drei reellen Zahlen können wir alle möglichen Zustände eines Qubits beschreiben. Das werden wir vielleicht später auch sehen. Das ist ein sehr wichtiges Beispiel. Und was will ich? Ja. Dieser Begriff eindimensional will ich kurz erwähnen.
Im Fall, dass wir einen reinen Zustand haben, hier haben wir allgemeine Zustände. Ich werde ein Unterbeispiel, Subbeispiel nennen. Hier haben wir ein Beispiel von einem reinen Zustand. Warum rein? Weil wir können diesen Zustand mit Hilfe eines Projektors beschreiben, nämlich diesen Projektor. Und wir sagen normalerweise, das System befindet sich in dem Zustand 0. Das ist ein bisschen, ja, nicht ein bisschen unpräzis, aber sagen wir so. Angenommen, wir haben einen reinen Zustand oder das System sich in einem reinen Zustand befindet. Das heißt, werde ich diese Bedingung für Wellenfunktionen jetzt begründen. So. Rho wirkt auf einen Hilbertraum. Hier in diesem Beispiel ist unser Hilbertraum irgendein Hilbertraum. Nicht nur C hoch 2, sondern ich kann auch unendlich dimensional sein. So, im Fall, dass Rho ein Projektor ist, diese Form, dann können wir die Bedingung Spur von 1 jetzt berechnen. Spur von Rho ist gleich 1 berechnen. Welche Vektoren erlauben uns, diese Bedingung zu erfüllen? Und wir werden sehen, dass nur Vektoren mit Norm 1 erlaubt sind. Um diese Bedingung zu berechnen, müssen wir die Spur von Rho nehmen. Und Rho ist so beschrieben: Psi Ketbra. Und jetzt können wir diese zyklische Regel des Spurs anwenden. Erinnern Sie sich an diese Regel. Wir nennen diesen Ket A, diesen Bra B und wenden diese Regel an, um diesen Ausdruck zu erhalten. Und diesen Ausdruck ist nichts anderes als das Skalarprodukt von Psi mit sich selbst. Das ist eine Zahl. Spur von einer Zahl ist genau die Zahl selbst. Das heißt, nur Vektoren mit Norm 1 sind als reine Zustände zu verstehen. Und damit ist diese Bezeichnung für Wellenfunktionen hoffentlich auch klar, nämlich dass ein Vektor stellt eine Wellenfunktion dar, nur dann, wenn die Norm der Wellenfunktion gleich 1 ist. Begriff eindimensional. Ein Projektor im Allgemeinen hat die Form, angenommen wir haben ein Projektor Pi, ein Projektor hat immer diese Form. Hat immer diese Form, wobei diese Vektoren eine partielle autonome Basis bildet.
Man kann es beweisen, ne? Man kann argumentieren, dass jede Projekte hat Eigenwerte nur 1 oder 0. Man diagonalisiert diesen Projektoperator in Schritt 1 und dann diese Eigenvektoren mit Eigenwert 1 sind immer Ketbra-Operatoren und Ketbra-Operatoren für Eigenvektoren sind immer autonom. Und dann, wir sagen, dass ja, es ist ein bisschen ungünstig, aber wir sagen, dass die Dimension der Projektor ist gleich n. Es ist bedauerlich, dass wir diesen Begriff Dimension für mehrere Dinge verwenden, aber es ist so. Und dabei habe ich in diesem Postulat Projekte mit eindimensionalen Projekten genannt, ne, weil eindimensionale Projekte heißt, dass ein Projekt hat nur ein Ketbra in dieser Zerlegung. Ich hoffe, es ist klar, dass ein Projektor mit zum Beispiel Dimension 2 kein Zustand darstellt. Und das ist, weil wenn wir Spur von P nehmen, dann erhalten wir immer N. N ist die Anzahl der Ketbra-Operatoren in dieser Zerlegung. Und damit ein Operator ein Zustand ist, benötigen wir eine Spur gleich 1. Und das heißt, das kann nur erfüllt sein, wenn ein Projektor ein Ketbra hat. Besitzt ein Ketbra. Nicht nur Ketbra in diese Eigenwertzerlegung. Okay, ich habe jetzt ein Präparierverfahren in der Quantenmechanik definiert. Was kommt jetzt? Messungen. Wie modellieren wir Messungen in der Quantenmechanik? Mit Hilfe Detektoren. Wir müssen Detektoren in der Quantenmechanik modellieren.
Detektoren sind Messapparaten mit einer besonderen Form. Und Postulat 3 beschreibt diese Messapparate. Und es lautet, dieser Postulat lautet, ein Detektor, das heißt ein Messapparat mit den Ansprechmöglichkeiten Ja, Treffer sozusagen, und Nein, ist gegeben durch einen Operator f mit 0, kleine f, kleine 1. Diese Notation ist vielleicht unbekannt. Was heißt das? 0, kleine f, kleine 1. F ist ein Operator, das heißt allgemein Matriz. Was bedeutet das? Ich würde das jetzt hier klären. Wenn man, angenommen, wir haben zwei Operatoren, die auf H wirken, dann bedeutet A kleiner b, das bedeutet, dass b minus A positiv ist. Diesen neuen Operator M ist gleich b minus a muss positiv sein. Diese Notation ist eine Verallgemeinerung des Ungleichsymbols. Und in unserem Fall haben wir 0 kleine f kleine 1. Was bedeutet das? Das bedeutet zwei Bedingungen. Es bedeutet die Bedingung 0 kleine f. Lass uns diese Ungleichung interpretieren. Wir haben hierbei a und b. B ist f, a ist 0. F minus 0 muss positiv sein. Okay. Diese Bedingung hier heißt, f ist positiv. Wir haben eine zweite Bedingung, f ist kleiner 1. Und das bedeutet, dass 1 minus f ist auch positiv. Auch einen positiven Operator. Und der 1-Operator ist ein Matrix, ein Operator. Das ist keine Zahl hier. Wirklich Matrizen sind da. Ich werde ein Qubit-Beispiel beschreiben. Hier ist ein sehr realistisches Beispiel. Soko Z-Messungen für Quantenrechner. Man führt eine Z-Messung durch mit Hilfe eines Detektors und diesen Detektor wird mit diesem folgenden Operator modelliert. F ist gleich 1, 0, 0, 0. Wir müssen prüfen, ob diesen Operator tatsächlich
zu einem Messung, ein Detektor oder ein Messapparat mit nur zwei Ansprechmöglichkeiten gehört. Und wir machen das, indem wir diese beiden Bedingungen jetzt untersuchen. F muss positiv sein. In diesem Fall können wir diese Aussage beweisen, indem wir beobachten, dass F ist gleich 0, 0, diesen 0, 0 Ket. Und das heißt, es hat die Form A Kreuz A, wobei A genau gleich diesen Bra 0 ist. Es ist sehr wichtig, es gibt mehrere äquivalente Bedingungen für Positivität. Eine Bedingung ist, dass ein Operator kann mithilfe eines anderen Operator A beschrieben werden, wobei F ist gleich A Kreuz mal A. Das ist tatsächlich der Fall hier. Aber wir müssen, das heißt nicht, dass F ist jetzt ein Messapparat, ein Detektor. Es gibt noch eine Bedingung. Ne? Es muss auch sein, dass 1 minus F positiv ist. Wir müssen das auch beweisen, bevor wir F als Detektor identifizieren können. Ist diesen Operator positiv? Okay, wir müssen das jetzt berechnen. Wir müssen diesen Operator irgendwie berechnen. Das ist in unserem Fall nicht besonders kompliziert. Und wir erhalten dabei für 1 Operator minus f die folgende Operator, Matriz 0, 0, 0, 1. Und diesen Operator hat auch der Form b Kreuz b in diesem Fall, Beispiel. Das heißt, f ist positiv und 1 minus f ist auch positiv. Und der Operator f ist jetzt als eine Messung zu verstehen. Wir dürfen diesen Operator als Messung zu verstehen. Okay, so modellieren wir Detektoren. Wir haben Präparierverfahren, das heißt Zustände, wir haben Detektoren, aber wie berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Treffer erhalten in einem Experiment? Dabei benötigen wir einen vierten Postulat. Wir haben Zustände, Detektoren. Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet ein Treffer statt?
Okay, nach Postulat 4. Die Ansprechhäufigkeit eines Detektors F an gemäß Rho präparierten System ist Spur von Rho mal F. In einem reinen Zustand, das heißt Rho ist durch ein Projektor gegeben, spezialisiert sich dieser Ausdruck zu Psi F Psi. Können wir jetzt beobachten. Ich nehme immer wieder, ich komme zu diesem Beispiel zurück und wir werden die Ansprechhäufigkeit des X oder Z-Messung jetzt berechnen. Angenommen, wir haben ein Qubit. Wir haben unseren Qubit in diesem Zustand präpariert. Man kann das tatsächlich mit diesen Wolkenquantenrechner machen. Es gibt eine Programmiersprache für diese Wolkenrechner. Man beschreibt ein Präparierverfahren mit diesen Programmiersprache und man kann tatsächlich diesen Rechner in diesem Zustand präparieren. Und wir wollen die Ansprechmöglichkeit ja, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir ja oder Treffer kriegen, im Fall, dass unser Detektor durch diese Z-Messung gegeben ist. Wie berechnen wir diese Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ja kriegen, am Ende des Detektors nach diesem Detektorverfahren ist durch, nach Postulat 4, ist durch Spur von Rho mal F zu berechnen. Wir setzen hier Rho ein und F ein. Rho ist durch diesen Matrix gegeben, x Sternchen minus p. F ist durch diesen Matrix gegeben. Wir müssen diesen Spur berechnen. Und wir multiplizieren diese beiden Matrizen. Wir erhalten dabei Spur von p 0 x Sternchen 0. Das heißt, wir erhalten für diesen Wahrscheinlichkeit P. Präparieren wir unseren Qubit in diesem Zustand, messen wir F, dann erhalten wir Ja oder Treffer mit Wahrscheinlichkeit P. Hierbei ist P dieser diagonale Eintrag. P ist tatsächlich als eine Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Und das heißt, wir erhalten Nein mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Solche Qubits modellieren Systeme mit Drehimpuls. Und diese Detektor-Z-Messung misst, ob der Drehimpuls des Systems in die Z-Richtung zeigt oder nicht. So wird diesen Experiment physikalisch verstanden. Und ich muss jetzt diese Aussage hier begründen. Nämlich im Fall, dass wir einen reinen Zustand haben oder präpariert haben, dass diese Ansprechhäufigkeit durch diesen Skalarprodukt zu berechnen ist. Wir können das mit dieser zyklischen Regel der Spur beweisen.
Gut, ja. Im Fall, dass Rho durch einen reinen Zustand gegeben ist und wir führen ein Messverfahren durch mit Hilfe diesen Messoperator, dann erhalten wir mit Wahrscheinlichkeit Spur nach Postulat 4. Wenn man Erfahrungen mit der Quantenmechanik hat, dann lasst man diese Begründungen weg. Aber Sie sollen zu diesem Zeitpunkt immer sagen, welches Postulat wird angewandt. Hier ist Postulat 2, hier ist Postulat 3, hier ist Postulat 4. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende Treffer erhalten, ist durch diesen Ausdruck gegeben. Und jetzt können wir diese zyklische Regel anwenden. Wir nennen Rho mal Psi A und wir nennen Psi Bra B. Und wir wenden diese Spur A B ist gleich Spur B A Regel an und erhalten dabei Psi Rho Psi. Entschuldigung, ich habe es falsch rumgemacht. Okay. Wir wenden die Ansprechhäufigkeit ist durch Spur von Rho mal F beschrieben und gegeben. Wir wenden diese zyklische Identifikation an und erhalten dabei eine Zahl und diese Zahl ist durch diesen Erwartungswert gegeben. Solche ein Kommentar zum Thema komplexere Messungen geben. Ich würde das später machen, vielleicht morgen, und sondern das fünfte Postulat jetzt beschreiben. Wir haben zu diesem Stadium haben wir tatsächlich genug Informationen, alle möglichen Experimente zu modellieren mit der Quantenmechanik. Aber wir benötigen ein paar Hilfspostulate, die uns hilft, oft vorkommende Situationen leichter zu modellieren. Durch Postulat 1 bis 4 können wir tatsächlich alle Experimente modellieren. Alle Préparé-Verfahren sind durch dichte Matrizen gegeben. Alle Detektoren sind durch solche F-Operatoren gegeben. Und die dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten sind durch diesen Spurregel gegeben. Das heißt, aber es gibt in Experimenten oft Zeitverschiebungen. Ne? Und Zeitverschiebungen tauchen sehr oft auf in der Physik. Und wir geben eine zusätzliche Postulate 5 ein, um diese Situation ein bisschen leichter zu modellieren. Man kann, diese fünfte Postulat ist tatsächlich abhängig von der anderen Postulate. Man kann tatsächlich diesen fünfte Postulate eigentlich beweisen, mit Hilfe nur dieser vier Postulate. Aber es ist, warum ja, erzeugen wir Arbeit für uns selber? Ich werde das, statt einen Beweis zu geben, einfach diese Aussage als Postulat nehmen.
Eigentlich ist es extrem faszinierend, dass wir mit nur vier Postulate alle möglichen Verfahren in der Quantenmechanik modellieren können. Und diese Argumente, die erwähnt haben, ist dann Wigner's Satz genannt, aber ist ein bisschen fortgeschritten für diese Vorlesung. Aber Sie konnten im Prinzip diesen Satz verstehen, aber es wird ein paar, drei Vorlesungen dauern. Das heißt, ich werde einfach das Ergebnis nennen als Postulat, damit wir diese lange Argumentation weglassen können. Das fünfte Postulat betrifft Zeitentwicklung oder wie Zeitverschiebungen und wie wir Zeitverschiebungen in der Quantenmechanik modellieren. Ich werde es ein bisschen anders aufschreiben aus dem Skript. Ich werde morgen das als äquivalent argumentieren. Alles mit Geld markiert. Es ist viel Information hier. Lass uns diesen Postulat jetzt lesen zusammen und dann werde ich ein paar Beispiele nennen und dann sind wir für heute durch.
Jede Systemsorte ist weiter charakterisiert durch einen Hamilton-Operator, einen Hamilton-Operator H, der den Zeitentwicklungsoperator UT bestimmt. UT ist durch diesen funktionalen Kalkül zu berechnen. Wendet in einem Experiment mit gegebenen präparierten Messungsverfahren die Messung mit einer Verzögerung von T Sekunden an, so erhält man die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, ist durch diese Gleichung. Und Messverfahren in diesem Fall heißt mit Operator F. Wir können, dieses Postulat ist tatsächlich eine Konsequenz von einer Folgerung von den anderen Postulaten, weil man beobachtet, und ich werde das jetzt machen, dass U Kreuz F U ist genau auch ein Messoperator. Das heißt, ein Experiment mit eine Verzögerung der Messung ist auch ein Experiment mit einer Messung. Wichtig dabei in diesem Postulat ist, dass jede Systemsorte hat auch, man muss zusätzliche Informationen liefern, um ein System vollständig zu beschreiben. Nämlich man braucht einen Hamilton-Operator, einen zusätzlichen Operator, um das System vollständig zu beschreiben. Ich werde diesem Beispiel noch weiter bearbeiten. Wir haben Rho, hier ist Rho gegeben, F. Jetzt müssen wir einen Hamilton-Operator jetzt einführen, um Zeitentwicklung des Systems vollständig zu modellieren. Ein Hamilton-Operator ist es nicht im Postulat da explizit genannt, aber jeder Hamilton-Operator ist hermitisch. Das habe ich tatsächlich nicht im Postulat gegeben. Ich sollte das gemacht haben. Okay, ein Hamilton-Operator ist tatsächlich ein hermitischer Operator. Okay, jetzt machen wir im Ernst eine wichtige, wichtige Berechnung in der Physik des Drehimpulses. H in diesem Beispiel ist H durch 0, 1, 1, 0 gegeben. Und wir müssen diese Zeitentwicklungsoperator berechnen. Das wird ja, gut 10 Minuten dauern, um diese Berechnung durchzuführen. H ist durch 0, 1, 1 gegeben. Man kann berechnen, dass H hermitisch ist. Jetzt müssen wir, wollen wir, UT ist gleich I hoch minus IT durch H quer H berechnen. Wir müssen diesen neue Operator, diesen Unitäroperator UT berechnen. Ich werde diesen Operator mit Hilfe der Taylor-Reihe berechnen.
Es gibt mehrere Methoden. Man sollte im Prinzip im Allgemeinen solche Operatoren mit Hilfe Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen. Aber ich werde das heute mit der Taylor-Reihe machen. Es gibt, manchmal ist das hilfreich. Taylor-Reihe für die Exponentialfunktion e hoch x ist 1 plus x zum Quadrat durch 2 Fakultät und so weiter gegeben. Und um diesen Taylor-Reihe-Formel für die funktionale Kalkül zu berechnen, setzen wir statt x einfach diesen Argumenter minus it durch h quer h ein. Und hierbei ist 1 als x hoch 0 zu verstehen. Per Definition ist UT gleich diese Taylor-Reihe, das war in der letzten Vorlesung gegeben. Und ich werde die erste paar Ausdrücke aufschreiben. Minus it durch h quer h hoch 0 ist per Definition der 1-Operator. Und dann kriegen wir den ersten Ausdruck, dann der zweite Ausdruck, 1 durch 2 Fakultät h quer h zum Quadrat und so weiter. Wichtig in diesem Beispiel zu beobachten ist es, dass h zum Quadrat gleich 1 Operator ist. Das ist besonders für diesen Beispiel. Das gilt nicht immer. Das ist nur besonders für diesen Beispiel, dass h zum Quadrat gleich der 1-Operator ist. Okay, im nächsten Schritt dann erhalten wir 1 plus minus it durch h quer h plus 2 Fakultät minus it zum Quadrat, h zum Quadrat, aber das ist nichts anderes als der 1-Operator. Das heißt, hier kriegen wir h nochmal, h taucht wieder auf, weil h hoch 3 ist gleich h. Und so weiter. Und so weiter. Das heißt, wir haben unendlich viele Ausdrücke, aber die haben zwei verschiedene Formen. Wir haben Ausdrücke mit 1-Operator. Ich habe das der 1-Operator weggelassen, aber das war ein bisschen bedauerlich. 1, 1, 1. Wir kriegen immer 1-Operator-Ausdrücke und h-Operator-Ausdrücke. So, wir sammeln diese Ausdrücke zusammen und erhalten dabei eins Operator mal diese Reihe plus h
hoffe ich, ich habe das richtig gemacht. 0, 4, 1. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Was haben wir hier? Wir haben zwei Tälereihen. Und diese Tälerei soll ein bisschen bekannt sein. Erste Semester. Wir haben Tälerei gesehen. Ich würde das ein bisschen vereinfachen, indem ich diese minus i rausnehme. Minus i hoch 2 ist immer minus 1. Okay, wir haben so eine Tälerreihe und ähnlicherweise so eine Tälerreihe hier. Minus IT H ist gleich 0, minus 1 2 hoch K. Und diese Tälerreihen soll bekannt sein. Das ist die Tälerreihe für die Kosinusfunktion. Das ist die Tälerreihe für die Sinusfunktion. Und dabei erhalten wir Cosinus t durch h quer mal 1 Operator plus i minus i mal h quer minus i mal h Sinusfunktion. So haben wir unser erster Zeitentwicklungsoperator berechnet. Das ist ein Matriz. Und wenn man der 1-Operator in h einsetzt, dann kriegt man die folgende Matriz. Und minus i, minus i, Sinus, i, Sinus. Gut. Dann wir sind durch. Und ich werde morgen die ein bisschen über allgemeine Messverfahren sprechen und dann werden wir unsere erste wichtige Systeme jetzt betrachten, nämlich das Teilchen in Eindimension. Das war jetzt alles für heute. Vielen Dank und dann bis morgen.